Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir loslegen und in die heutige Folge einsteigen, will ich nochmal kurz die Standarddinge runterrattern. Und zwar könnt ihr uns finden auf iTunes, einfach Laufenden Decken Podcast suchen. Wir sind jetzt auch auf Spotify vorhanden, für alle die Musik nur über Spotify konsumieren. Ansonsten könnt ihr euch in dem Podcatcher eurer Wahl uns einfach finden oder direkt über die Webseite laufendentdecken-podcast.at. Zusätzlich dazu findet ihr uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Die Links dazu gibt es danach in den Shownotes. Falls ihr Ideen, Fragen, Feedback oder so irgendwas habt, lasst es uns über eines der Kanäle wissen. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt für zukünftige Dinge, über die wir zwei intelligente und schöne Menschen reden sollen, alles kein Problem, immer her damit. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr uns auf Patreon, damit wir so ein bisschen unsere Serverkosten decken können. Wir wollen nicht reich werden damit, da sind wir schon. Würde uns einfach freuen. Genau, dann will ich erstmal sagen, hallo Peter. Hallo Florian. Wir wollen heute über Waldläufer versus Straßenläufer reden. Die Idee kam von dir, magst du vielleicht kurz erklären, wie du auf dieses geniale Thema gekommen bist? Ja, ich bin ein unheimlich kreativer Mensch, der über tiefgründige Dinge sinniert, dann und wann. Und wenn ich dann mit diesen 4 Minuten in der Woche vorbei bin, höre ich meistens Podcasts. Und beim Hören der letzten Folge des Liebe laufenden Erdnussbutter-Podcasts, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich festgestellt, dass die beiden Protagonisten dort sich kurz darüber unterhalten haben, ob Straße oder Trail und wenn Straße oder wenn Trail, warum? Und sie sind ja beides Straßenläufer und können mit Traillaufen an sich nur so bedingt was anfangen und würden das wahrscheinlich gerne verstehen. Nur da gibt es ja verschiedenste Standpunkte, warum man das eine mag, warum man das andere mag, Wettkampfgedanke, also Zeit, Wettkampfgedanke versus Platzierung oder versus Landschaft. Du hast ja auch einen speziellen Zugang, oder? Ja, also ich hab die Folge auch gehört und hab mir da auch schon, wie ich das gehört habe, Gegenargumente überlegt, zu dem sie gesagt haben, weil ich finde, sie hatten schon grundsätzlich recht, aber vielleicht sagen wir kurz oder fassen wir kurz zusammen, was sie grundsätzlich gesagt haben. Also sie kommen eher vom Straßenlauf und sind eher deswegen, haben vor allem die Vergleichbarkeit des Straßenlaufens als eines ihrer Argumente angeführt, weil sie meinen, dass ein 10-Kilometer-Lauf, Volkslauf ist mit einem anderen 10-Kilometer-Volkslauf recht gut vergleichbar, weil die meistens dieselben Umgebungen haben, weil es als Asphalt ist. Ich meine, da gibt es auch manchmal hügelige und nicht hügeligere, aber die meisten sind doch relativ flach. Bei den Trailläufen, und ich glaube, darüber haben wir eh schon oft gesprochen, ist es relativ schwer vergleichbar. 10 Kilometer im Wald sind komplett was anderes, oder auch selbst wenn sie im Höhenmeter sind, kann das komplett was anderes sein. Auf einmal ist das mehr wellend, wie ist der Untergrund, ist technischer, ist nicht technischer, das macht einfach einen riesen Unterschied und gibt einfach keine Vergleichbarkeit. Das waren so kurz zusammengefasst, glaube ich, ihre Argumente, warum sie eher Straßenläufer sind. Ich glaube, sie haben herausgehoben, dass sie trotzdem sehr gerne im Wald laufen und dass es trotzdem sehr Spaß macht, aber sie vorrangig von der Straße kommen und das grundsätzlich noch immer lieber haben. So. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Genau. Und ich finde, dass sie grundsätzlich schon recht haben. Ich würde da allerdings aus meiner Sicht noch hinzufügen, dass ich glaube, dass selbst bei den Straßenläufen die Vergleichbarkeit sicher besser ist als bei den Trailläufen, aber trotzdem manchmal schwer ist, weil es gibt auch im Straßenlauf welche, die mehr Höhenmeter haben oder die weniger Höhenmeter haben. Und dann ist für mich, spielt noch immer das Wetter eine entscheidende Rolle, weil, keine Ahnung, bei 35 Grad in der Sonne läuft es sich anders als bei 12 Grad oder wenn es schneit und hagelt. Genau. Das sind vielleicht die Extreme. Auf das wäre ich auch gekommen, weil ich verstehe es zwar, wenn man sagt, 10 Kilometer sind 10 Kilometer, nur es gibt ja gute Gründe, warum der Berlin-Marathon
einer der schnellsten Strecken ist. Und wenn ich jetzt einen Marathonlauf am Wörthersee oder allein schon in Wien oder keine Ahnung, irgendwo, wo eben wirklich Hügel drinnen sind, dann ist auf einmal die Bestzeit dort irgendwie 10 Minuten höher. Und dann ist aber wieder so die Vergleichbarkeit eher mäßig gegeben. Und gerade bei den Volksläufen ist es handgestoppt, ist es mit der Startnummer gestoppt, ist ein Hügel drinnen, ja oder nein, ist es Schotter, gibt es Engstellen, muss ich mehr anstellen. Also da gibt es so viele Variablen, dass ich sowieso, wenn ich wirklich schauen will, ob ich 3 Sekunden schneller geworden bin, dann muss ich jedes Jahr oder alle paar Monate dieselbe Strecke laufen oder eben auch wirklich Bahnwettkämpfe. Aber ich sage, selbst da ist in der Bahn, in der Halle ist wahrscheinlich noch immer fairste im Sinn davon, dass es jedes Mal dasselbe ist, weil da spielt Wetter einfach keine Rolle. Ich glaube schon, dass es richtig ist, dass da die Variabilität am geringsten ist. Natürlich, das Wetter kann es nicht beeinflussen, du könntest auch jedes Jahr zur selben Zeit irgendwo starten und selbst dann kannst du nie garantieren, dass das Wetter gleich ist. Aber die Schwankung ist einfach definitiv nicht so groß wie bei Trail-Wettkämpfen, weil zwischen 100 Kilometer, keine Ahnung, auf Madeira ist einfach ein Unterschied als 100 Kilometer beim Lavaredo, obwohl die jetzt unterschiedlich lang sind, aber nimm einfach 100 Kilometer von den zwei Wettkämpfen raus. Du kannst es einfach nicht miteinander vergleichen, auch wenn sie von den Höhenmeter annähernd gleich sind, weil es einfach der Untergrund total anders ist, wie die Höhenmeter verteilt sind. Die Variation ist einfach viel, viel größer. Ich würde auch als Referenzwert in beiden Fällen, nicht mal beim Straßenwettkampf, sondern grundsätzlich nicht die absolute Zeit nehmen, sondern die Relation der eigenen Zeit, also wenn man es auf die Zeit runterbricht, die Relation der eigenen Zeit auf die Zeit des Siegers oder der Ersten. Weil wenn ich jetzt so sage, okay, ich nehme jetzt einen 100-Kilometer-Wettkampf, was weiß ich nicht, Madeira, und ich sage, okay, der Erste hat so viele Stunden gebraucht, ich brauche um x% länger, dann ist es ähnlich, wenn ich sage, oh, wenn ich einen Marathon laufe, der Erste braucht sowieso, der hatte dieselben Bedingungen am selben Tag und ich brauche so und so viele Prozent länger. Und so könnte ich es am ehesten vergleichen und nicht über absolute Zeiten. Ja, aber da ist wieder das Problem, da bist du abhängig davon, wie gut die Erstläufer sind. Also, wenn es jetzt Ich bleibe jetzt wieder bei den Ultras. Es ist grundsätzlich auch das, was ich mache, weil ich finde, dass das noch am ersten eine Vergleichbarkeit zwischen den Läufen, sagst, wenn du die Siegerzeiten anschaust, weil die doch maximal in ihre Leistungen gehen. Wenn du dir das Spitzenfeld anschaust, die holen schon das Maximum raus, was geht. Und da ist die Brankenschweite wahrscheinlich nicht so gering. Ich versuche das auch so irgendwie zu lösen, aber. Wenn du jetzt, keine Ahnung, auf Madeira zum Beispiel war die Vorjahres-Bestzeit, hat der François Denner aufgestellt. Das ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Ultra-Trail-Läufer. Und wenn du jetzt einen anderen Wettkampf hernimmst, wo einfach keine internationale Spitze dabei war, dann hast zumindest keine Vergleichbarkeit zwischen den Läufen, weil der Erste dort ist einfach definitiv nicht so schnell wie ein François Denner. Damit wird es dann schon schwierig, damit stößt du da, glaube ich, so ein bisschen an die eigenen Grenzen. Und ja, das ist dann irgendwie schwierig. Ich verstehe schon, wenn einem das wichtig ist, ist es, glaube ich, ist Straßenlaufen noch immer das Beste, weil es einfach die geringsten Variablen hat, die einem da reinspielen können. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ja, es kommt halt wahrscheinlich ganz darauf an, was ist deine Motivation zu laufen grundsätzlich? Was ist da wichtig? Worüber funktionierst du? Es gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich funktioniere über Zeit. Ich möchte irgendwann einmal die 40 Minuten auf 10 Kilometer knacken. Ich möchte irgendwann einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, na, ich möchte in meinem Leben diese 15 Trailläufe laufen, weil die sind ganz toll, und die wollte ich immer schon mal machen. Oder andere gibt, die sagen, ich möchte, was nicht, diese 20 Marathons laufen. Ich möchte, was nicht, in New York und in Berlin laufen und in Wien und in Rom und keine Ahnung. Und da kommt es, glaube ich, immer ganz drauf an, was die ganz persönliche Motivation ist, das zu tun.
Ja, natürlich. Also ich kann das nur, bei mir hat das ja auch so ein bisschen geschwankt. Ich meine, grundsätzlich komme ich auch so ein bisschen vom Straßenlaufen, wie glaube ich, eh die meisten, die anfangen. Ich glaube, die wenigsten steigen da gleich nur in das Waldlaufding ein. Gibt es vielleicht auch. Aber ich finde dieses Wechselspiel zwischen den beiden, finde ich eigentlich das, was das Spannende ist, weil ich finde, jedes hat so sein Reiz, obwohl ich grundsätzlich mehr zum Waldlauf den Tier, weil ich finde, dass es das, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, soll jetzt nicht falsch klingen, aber dass das schönere Laufen ist, das ästhetischere Laufen im Sinne von, was es dir landschaftlich zurückgibt, weil wenn ich einen langen Lauf auf der Straße mache und ich, keine Ahnung, laufe da am Donaukanal entlang und laufe da immer nur, sehe immer nur Wasser auf der rechten Seite, Weg auf der vor mir und links, Häuser, ist das irgendwann einmal so semi-spannend. Aber wenn du irgendwie durch den Wald laufst, dann bekommst du die verschiedenen Jahreszeiten mit und irgendwie das schaut immer irgendwie ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich irgendwie den Punkt vergessen, den ich eigentlich machen wollte. Und Ich deswegen glaube, ist ja genau, der Wald für dich das Schönere. ja, und aber dieses Wechselspiel, glaube ich, ist das, was Lauf im Endeffekt so spannend macht, weil ich finde gerade, wenn ich an Wald denke, denke ich halt meistens an Ultras, weil ich die meisten Waldläufe als Ultras gemacht habe und dieses lange Laufen und dieses, ja, dieses sehr über diese Grenze hinausgehen, bringt dir wahnsinnig viel, lernt dir wahnsinnig viel über dich selbst. Da gab es auch letztens, habe ich, oder gestern habe ich da vom Trail Tiger einen spannenden Bericht, Blog-Eintrag, den können wir dann in die Shownotes verlinken, eben darüber gelesen, was man so dieses Ultrarunner-Mindset und dass es da um mehr als nur Laufen geht. Und gleichzeitig, aber glaube ich, ist es auch wahnsinnig wichtig, seine Straßenwurzeln nicht zu vergessen und an der Schnelligkeit zu arbeiten und einfach so ein bisschen, wie man Training ein bisschen priorisiert, auch das so ein bisschen zu periodisieren und mal eine Straßenphase wieder einlegen und dann seine Geschwindigkeit arbeiten, wie du sagst, in der 40, an der 10 Kilometer Zeit und sich da einfach immer so ein bisschen aus der Komfortzone holen und nicht so in einen Trott kommen und dann wieder für die nächste Phase einfach besser aufgestellt zu sein. Weil ich glaube, dieses Ultra-Ding, dieses Waldding bringt dir halt wahnsinnig viel Kondition und wahnsinnig viel Sturheit in dein Laufen, dass du weißt, du kannst viel mehr, als du glaubst. Und dieses schnelle Laufen, was ich halt vor allem mit der Straße verbinde, bringt dir halt wahnsinnig viel Laufeffizienz und einfach auch dann in den Ultras, dass du schneller wirst. Deswegen glaube ich, sollte es eine Symbiose sein, als weniger als ein Gegeneinander. Aber wie siehst du das? Ja, würde ich ähnlich sehen. Also ich glaube auch, dass beides sicher das vollständigere Laufen ist. Auch den ganz, einen ganzen Läufer dann auch dir macht. Weil du sonst halt wirklich ganz spezifisch irgendwas trainierst, weil jemand, der nur Bergläufe zum Beispiel macht, und der macht das, wenn er das wirklich nur genau das machen würde, dann hätte er ja ganz andere Muskelausbildung wie jemand, der also nicht, Ultras macht und viel Downhill auch dabei hat und solche Dinge. Also einfach nur vom Muskelaufbau ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man alle Untergründe mitnimmt, alle Steigungswinkel und alle Distanzen oder viele Distanzen. Weil du vorher gesagt hast, viele kommen aus dem Straßenlauf. Das stimmt. Außer so Ausnahmemenschen wie der Kilian, der vom Berglauf kommt. Also das gibt es ja auch, dass die Leute viel am Berg gegangen sind und dann plötzlich zum Laufen anfangen haben, weil er offenbar zu langweilig war beim Gehen. Ja, Aber da hast du sicher recht. das Ich ist ja. glaube, das ist aber jetzt wahrscheinlich, die meisten fangen so mit irgendwo Spaß 5 Kilometer an und das ist dann meistens irgendeine Art von Volkslauf. Genau. So Typen wie du und ich wahrscheinlich jetzt eher. Genau. Also was man natürlich, wie gesagt, ich verstehe es insofern, weil die Bergläufer oder die Leute, die vom Mountaineering kommen und vom Wandern, das sind die, die sagen, ah, die Umgebung ist so schön. Denen ist, glaube ich, die Zeit nur bedingt wichtig, außer sie sind jetzt was nicht ganz vorne dabei. Also ab einer gewissen Semi-Professionalität
geht es immer um die Zeit, die Platzierung und so weiter und so fort. Also mir kann keiner der Top 50 erzählen, er macht das jetzt nur, weil die Natur so schön ist, sondern der verdient nachher sein Geld damit, Punkt. Aber ja, ich glaube, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, also ich glaube, das haben wir schon einmal diskutiert beim Laufen, und zwar bei diesem Lauf-Podcast, wo es um den UTMB geht. Ich kann mich nämlich noch jetzt ganz genau an die Stelle erinnern, wo wir nämlich gerade laufend unterwegs waren, als du genau ungefähr denselben Satz gesagt hast. Ich glaube das schon. Ich glaube aber schon, dass es natürlich geht es bei denen um was. Ich glaube aber schon, dass deren innerer Antrieb oder dieser Grund, warum sie damit angefangen haben, schon der ist, dass sie das machen, um die Gegend zu genießen, in der sie sind. Dass dann darauf gepackt irgendwann einmal noch Ehrgeiz kommt oder der Wille zum Siegen, glaube ich, mindert ja nicht den eigentlichen Grund, das zu machen. Und der ist ja aus einer subjektiven Perspektive herauf, auch wenn er jetzt 3 Stunden vor dem Ziel kommt, läuft er ja trotzdem nicht deswegen mit 130%, sondern aus seinem Fitnesszustand heraus läuft er trotzdem ungefähr mit demselben Effort-Level wie du. Vielleicht gegen Ende dann nicht mehr ganz so, wenn es dann um Platzierung geht und die teilweise wirklich ungesund ins Rote laufen. Aber ich glaube schon, dass der das dann auch in gewisser Weise genießen kann, auch obwohl es da jetzt bei ihm um ein bisschen mehr geht. Das stimmt. Ja, wobei, da muss ich auch sagen, ich glaube, dass der Prozentsatz derjenigen, die ins Rote laufen und sich damit selbst zerstören, bei den Amateuren höher ist als bei den Profis, weil die Profis ihren Körper besser einschätzen können. Und Amateure oft wirklich dann, wie beim Marathon, die ersten 30 über Training gelaufen sind und die letzten 12 nur mehr über den Kopf. Und also das auch bei meinem ersten und bis jetzt einzigen Marathon, was wir da gesehen haben beim Vorbeilaufen, das hat ja bei manchen echt schon nicht mehr gesund ausgeschaut. Das stimmt schon. Und aber du hast am Schluss auch nicht mehr gelacht, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, ich habe nicht mehr gelacht und ich war auch nicht mehr glücklich. Aber es war noch nicht so, also ich habe keine Schmerzen gehabt. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich kann, mir schaut der Knochen schon aus dem Schienbein raus, ich kann nicht mehr weiterlaufen, aber mein Kopf sagt, ich weil wenn ich den Marathon nicht fertig habe, dann weiß nicht, geht meine Welt unter. Sondern es war einfach nur, ich war unglücklich mit der Situation, dass ich jetzt da diesen Scheiß laufen muss. Du warst mit der Gesamtsituation unzufrieden. Sehr richtig. Ich wollte aber vorher noch auf was hinaus, einerseits haben wir die Bergläufer, die Natur und das Schöne der Natur genießen. Dann gibt es aber diese, die wir ja auch kennen, 24-Stunden-Läufer, die wirklich stur eine Runde 24 Stunden lang laufen. Das hat ja mit Natur genießen und abwechslungsreich irgendwas zu machen, so exakt gar nichts zu tun. Ja, aber das ist auch eine gewisse Art von Zen, glaube ich, irgendwie so von eine gewisse laufende Meditation, kann man das irgendwie sagen. Und ich muss sagen, das sind aber, also gibt es ja dann Leute, die dann machen das 48 Stunden oder länger, und das sind fast die Ultraläufer, vor denen ich den allergrößten Respekt habe, weil der schaltet da wirklich alle Variablen aus, die einem aus so einem Loch rausholen kann. Also ich denke da ja an meine eigenen Löcher zurück, Madeira oder dergleichen, und so die Umgebung reißt sich da dann schon raus oder kurz mal quatschen oder kurz mal langsam machen und ein bisschen, weiß ich nicht, sitzen und essen, aber das gibt es ja bei diesen Runden. Gut, sitzen und essen könnten die theoretisch auch, tun sie wahrscheinlich selten. Naja, ich glaube schon, dass sie bei den 24 Stunden laufen, also alles, was glaube ich über 6 Stunden geht, bleibst du ab und zu stehen und trinkst was, isst was, wirst kurz versorgt, weil du ja den großen Vorteil hast, dass du quasi deinen VP mit hast, bestenfalls, mit deinen Betreuern. Ja, aber wirklich lang sitzen die da nicht, das ist wie Formel 1, wenn die einen Boxenstopp machen, rein, also stehen bleiben, Futter rein, runterschlucken, weiterlaufen. Also, wenn wir jetzt von der Spitze reden. Ja, das machst du beim Ultra ja auch. Und die auch. Die bleiben, die Gespitze bleiben. Da gibt es schon auch nur ein paar Minuten sitzen zum Essen halt.
kurz. Ja, aber wenn du bei Ultras in den Labestationen schaust, findest du schon viele, die, und das wird die Ultraläufern oft vorgehalten, die nur so ein bisschen trödeln. Ja? Da gibt es ein reichhaltiges Buffet, wo es alles Mögliche zum Essen gibt. Keine Ahnung, ich denke da jetzt an Italien, da gibt es Suppen und Spaghetti und Orangen und Brot und Wurst und Kas und dann wird da was losgegessen und da was losgegessen und dann redet man mit dem und redet man mit dem. Also viele haben da nicht so den Stress, weil ja für die jetzt Zeit, wie du schon vorher gesagt hast, jetzt nicht der Faktor ist, sondern die wollen das Erlebnis, die wollen genau. Vielleicht aber das erste Mal, die wollen einfach durchkommen und eine Grenzerfahrung im schönen Gebiet machen. Ja, aber das sind nicht die Top 10, wenn man sich jetzt beim 24-Stunden-Lauf nicht die Top 10 anschaut, sondern das Mittelfeld oder die Back-of-the-Back-Leute. Okay, ja. Bei denen ist es gleich, glaube ich. Die setzen sich dann auch mal 15 Minuten hin. Okay, ja, das natürlich, das hast du recht. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch die dritten Arten von Läufern, zu denen ich mich bei 5 Kilometer, 10 Kilometer sicher auch zählen würde. Und du dich wahrscheinlich auch. Wenn man 5 oder 10 Kilometer Straßenlauf macht, oder vielleicht auch einen Halbmarathon noch, dann ist es schon so ein bisschen, erstens, ich will diese Zeit haben, und B, der Jagdgedanke. So quasi, mit dem laufe ich mit, oder den knacke ich noch am Schluss, oder was auch immer. Das hat ja mit einem Ultra oder mit schöner Natur so gar nichts zu tun. Das wird vielleicht noch bei einem Berglauf funktionieren. Dass du sagst, ihr 10 Kilometer Berglauf, ich zerstöre mich mal schnell in einer Stunde 20 oder so, oder 15, und dort hast du was Ähnliches, dass du sagst, mit dem möchte ich mitlaufen. Nur das ist ja ein völlig anderer Approach zu dem Ganzen. Ja, obwohl ich persönlich mit dem immer, also auch so mit Zeitzielen und mit dem, wenn Nachlaufen und noch Einholen immer so ein bisschen schwer getan habe. Ich habe durchaus Zeitziele, wo ich sage, es wäre schön, die mal zu erreichen, aber sie sind nicht so wichtig, dass ich bis an die, wie soll ich sagen, bis an die äußerste Kotzgrenze dafür gehen würde. Also wenn ich oftmals dann auch merke, dass es an dem Tag eben nicht geht, vielleicht ist es nur mein subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann relativ vielleicht sage, ja okay, passt, das war dann heute nicht mein Tag und dann kommt der nächste irgendwann. Also ich bin nicht so ehrgeizig in dem Sinn. Also ich nehme mein Training schon ernst, aber ich bin jetzt nicht so der weißt du, dieses, wenn ich dann mir auch bei Straßenläufen so umschaue, gibt es echt extrem verbissene Leute, die dann mit der Ellbogentaktik alles tun wollen, nur damit sie, keine Ahnung, ganz vorne stehen und die beste Position haben und auch während dem Laufen dann irgendwie, so bin ich nicht. Es ist dann halt nur eine Zeit und wenn es halt dann halt nicht ist, dann ist es halt nicht, dass ich deswegen nicht alles gebe, aber ich schaue mir das Ganze, ich schaue das Ganze vielleicht etwas entspannter mir immer an. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben heute Montag und ich habe gestern ein langjähriges Ziel von mir geknackt, über das ich noch immer Luftsprünge machen könnte. Und zwar bin ich zum ersten Mal die 10 Kilometer unter 40 Minuten gelaufen. Also solche Ziele gibt es schon auch und die sind auch wichtig und die markieren dann irgendwann so einen Fortschritt, wenn du dir anschaust, wie sich deine Bestzeiten verändert haben, ist das, für das finde ich es einfach wichtig. Ich finde, man soll Zahlen sollen ein Indikator für eine Entwicklung sein, aber soll nicht das Endziel oder das einzige Ziel sein, sondern das Ziel sollte besser zu werden und sie sollten nur eine Hilfe geben, ob man am richtigen Weg ist. So würde ich das beschreiben, sehe ich das. Das stimmt natürlich. Und große Gratulation für gestern. Ich wäre furchtbar gerne neben dir ins Ziel gelaufen, aber aus bekannten Gründen leider nicht. Ja. Muss ich nachholen, nutzt ja nichts. Ja. Jetzt hast du mir ja wieder mal einen vorgelegt. Danke. Was ist deine 10 Kilometer Bestzeit? 42 irgendwas, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das damals im Podcast erwähnt haben, aber im Juni oder Juli, irgendwann da so im Sommer, bin ich den letzten 10 Kilometer Wettkampf gelaufen im Donaupark. Ja. Da bin ich noch 41,30 gelaufen. Da ging an dem Tag definitiv nicht mehr.
Und gestern bin ich dann 39,21 gelaufen, also fast 2 Minuten schneller. Da habe ich schon gegrinst über beide Ohren und war dann im Ziel auch kurz, hatte kurz einen emotionalen Moment meines Erfolges wegen. Das war schon sehr cool. Wie war die Strecke gestern? Ich bin schon mal vor 2 Jahren, das war der Mödling Adventlauf, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, vor 2 Jahren bin ich mal die 5 Kilometer gelaufen und du fangst da im, ich weiß gar nicht, ob das da gibt, es gibt den Adventmarkt dort, der ist da irgendwie im Stadtinneren, ich meine, Mödling ist nicht so riesengroß, ist Vorort von Wien und es geht am Anfang den ersten Kilometer, sowas geht leicht bergab. Dann ist es relativ verwinkelt, da hast 3, 4 Kurven, also Kurven drinnen. Mhm. Aber dann doch wieder so ein paar, du laufst halt so mal aus der Altstadt raus und dann irgendwie so in einer Schleife wieder zurück. Und einmal ist also ein bisschen ein kurzer, giftiger Anstieg. Und dann geht es halt so mal leicht bergauf und mal leicht bergab, aber relativ flach. Also ich glaube, Moves Count hat mir gestern angezeigt, warte mal. Wie viele Höhenmeter hat mein Movescount gestern angezeigt für die 10 Kilometer? Moment, 16. Okay, das geht. Also, nein, das war der heutige Lauf. Sorry. Aber es waren, glaube ich, nicht viel mehr. Sorry, ich habe mich im Lauf verwechselt. 28. Okay. Also, es geht dann, es gefühlt habe ich, ging es mehr. Habe ich das Gefühl, ob das mehr bergab ging als bergauf ging, obwohl wir Start und Ziel quasi am selben Ort waren und das definitiv nicht so war. Aber man hat es dann nicht so arg gespürt, bis auf diese kleine eine Anhebung, über die man da jetzt dann dreimal drüber ist. 3 Runden gelaufen, mhm, zu A eben 3,33 zerquetschte Kilometer. Und es war eigentlich recht cool, weil es dann noch der Startziel war eben bei diesem Adventmarkt und da waren dann noch relativ viele Zuschauer und die haben dann zugejubelt. Mhm. Und gleichzeitig ist meine Schwester, die wir das letzte Mal schon erwähnt haben und wir quasi die zur Tradition machen, sie jedes Mal zu erwähnen, ist die 5 Kilometer gelaufen und auch eine neue Bestzeit, 24, 38, 39, so irgendwas. 5 Kilometer? Hm? Ja, genau. Okay, dann du bist ja auch Top 30. Ja, 30. Genau 30. wenn ich mich nicht verschaut habe. Hm? Ja, exakt. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, genau 30. Von wie viel? Das habe ich nämlich nicht nachgeschaut. Also, kannst du das? Siehst du das? Ja, wenn ich die DNS und den Qualify, so 462. Na, da schon her. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wenn man 8 Stunden 15 braucht, aber für 10 Kilometer? Ich glaube, da war Glühwein am Weg. Du hast nur 7 Minuten Rückstand auf den ersten. Also, dein neues Sub 32. Ja, ich habe kurz. Ja, genau. Ich habe kurzzeitig sogar. Habe ich sogar. Da dürfte ich mich irgendwo verrechnet haben, weil ich habe immer. Also, ich habe bei einer Uhr das GPS-Signal war dann irgendwann nicht mehr ganz kompatibel mit dem, was. Die haben Markierung gehabt, alle Kilometer, war irgendwie nicht ganz kompatibel, weil es halt auch verwinkelt war und so und eh wurscht. Und dann habe ich halt immer die Zeit angezeigt gehabt auf der Uhr und habe dann immer bei den Kilometermarken geschaut, wie gut ich unter den Sub 40 bin. Und irgendwann dürfte ich mich verrechnet haben, weil dann habe ich sogar kurz mit einer Sub 39 spekuliert. Aber es ist dann offensichtlich um diese 21 Sekunden nicht ausgegangen. Oder vielleicht war ich dann auch im letzten Kilometer nicht so schnell, wie ich mir das dann gedacht habe, keine Ahnung. Aber, und das fand ich dann auch gut, ich bin vor der ersten Frau ins Ziel gekommen. Ich habe die irgendwann bei Kilometer 8 oder 9 überholt, weil ich mich noch gewundert habe. Wir waren dann so in einer Gruppe, also das waren so, die waren meistens hinter mir, so 3, 4. Mit ja, einem habe ich mich so ein bisschen abgewechselt, dass er ein bisschen vorgelaufen ist mal und ich ein bisschen vorgelaufen bin. Ja, es ist genau 2 hinter dir. Die erste, ja, genau. Frau. Ja. Ja, genau. Und dann laufen wir auf eine Dame auf und die hat die ganze Zeit so um sich geschaut. Und ich habe mir gedacht, was macht die da? Warum läuft die nicht einfach und schaut ständig nach hinten und schaut, was macht die da? Natürlich war ich damals zu dem Zeitpunkt wenig Sauerstoff im Kopf, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht nachgedacht, dass es eventuell die erste Frau sein könnte. Beziehungsweise war ich noch nie so schnell, dass ich in die Gefahr käme, die erste Frau überhaupt während des Laufens zu sehen.
Und wie wir dann in den Ziel, auf die Zielgerade eingebogen sind, hat der Kommentator dann halt die erste Frau angekündigt und beim Reinlaufen war es mir dann bewusst, ah, das war wahrscheinlich die erste, die halt nach hinter sich geschaut hat, ob noch weitere Damen kommen, weil gerade eben so eine Gruppe daherkam. Ja, ich bin sehr amüsiert deshalb, weil du offenbar auch dasselbe Ziel hattest. Mir geht es auch so, wenn ich bei so einem kurzen Lauf laufe, denke ich mir so, ja, aber vielleicht schaffe ich ja die erste Frau. Nein, nein, überhaupt ja, gar nicht. Doch, also, wenn ich mit der ersten Frau mithalten kann, die ja oft wirklich schnell sind, dann weiß ich, dass ich echt gut drauf bin. Ja, aber ich muss sagen, das war irgendwie nie so mein es, das mit, also ich gehe nie in einen Lauf grundsätzlich mit dem Ziel. Das war nur für mich immer so, früher bin ich, wie ich angefangen zum Ultralaufen, bin ich immer mit dem Gerd gemeinsam gelaufen und der hat mir immer erzählt, dass er mit der ersten Frau gemeinsam gelaufen ist. Und dieses, dann, oder dass er um die erste Frau war und dass er mit der geredet hat, das war für mich immer das Synonym dafür, schnell zu sein. Mhm. Weil der Gerd war immer eine Stunde schneller oder so als ich. Und wenn du schnell bist, dann laufst du mit der ersten Frau. Und das war das erste Mal, dass ich mich quasi in derselben Situation vorgefunden habe. Und das hat mir dann noch zusätzlich, hat dem Ganzen noch zusätzlich mehr Gewicht gegeben von der Bedeutung her, was heißt, dieser Sub 40 gelaufen zu sein. Dass man jetzt ins Fern kommt, indem er sogar schneller ist als die erste Frau. Aber ich muss also sagen, wenn ich mir die Zeiten anschaue, ist sie offenbar echt einbrochen. Weil sie hat mit einer 43er Runde angefangen und die dritte Runde war 13,35. Und du warst 13,10. Also du bist wirklich sehr konstant dein Tempo gelaufen. Und ah, da kann man sogar nach Runden. Ja, so, süß, genau. Das habe ich. Und sie hat so gemacht wie ich, dass ich schnell anfange und dann super eingehe. Siehst du, was du schon alles wieder weißt? Ja. Ich müsste hier mal nachschauen. Schick mir dann einmal den Link bei Zeiten über was geht ab. Über die bekannten Kanäle, ja. Ja. Ich habe was anderes gefunden. Es gibt ein quasi Zielfoto von dir, auf dem du die schnellsten Hosen der Welt trägst. Ja, ich hab wissend, dass das nicht unentdeckt bleibt und meine Schwester deine Nummer gehabt, hat sie mir schon gestern angekündigt, hätte sie mich verpetzt, habe ich schon auf Twitter angekündigt oder gestanden, dass ich in langer Hose gelaufen bin. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie, aber obwohl ich es im Nachhinein eigentlich bereut habe, ich bin noch mit langem Leibball und Pullover hingegangen, weil man dachte, es war ein Ja, und Handschuhe. Es war am Freitag. Die Handschuhe habe ich aber braucht. Also die Handschuhe, finde ich, braucht man schnell. Aber am Freitag war ich laufen und da ist ein Wind gegangen, da war es echt arschkalt. Ja, und weil es eben so arschkalt war, habe ich mir dann gedacht, wenn ich dann so urplötzlich quasi lossprint, dass das dann eventuell für die Muskeln wirklich nicht gut ist. Wenn ich langsam in den Lauf hineingelaufen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich, wäre ich bei der kurzen Hose geblieben. Aber ich habe mir gedacht, wenn es ein Wettkampf ist, vielleicht ausnahmsweise. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich ziehe oben drüber auch noch mehr an. Und im Endeffekt habe ich dort dann alles ausgezogen. Ich habe dann sogar das lange Leibel anlassen, weil ich kein anderes mitgehabt habe und da die Ärmel aufgestrickt, weil man dann eigentlich ziemlich heiß worden ist während dem Laufen. Vielleicht hätte auch die kurze Hose gereicht, ja. Aber ich wollte offen und ehrlich sein und zugeben, dass ich auch hin und wieder mal sündige und im langen Hosenteam laufe. Ja, du willst doch auch zu uns. Aber was ich, wenn wir schon bei dem Lauf waren, weil du auch die Zeiten nochmal erwähnt hast, ich suche das auch da gerade mal raus, aber ich finde mich gerade nicht. Das sind die 5 Kilometer, wo ich da gerade bin. Würde ich nochmal gerne über, weil ich finde, dass das echt, weil was mich zusätzlich zu dem Ergebnis, was mich so sehr positiv gestimmt hat, war auch die Art und Weise, wie ich den gelaufen bin. Weil, wie du es auch gesagt hast, die Durchgangszeiten, das waren ja 3 Runden, ja, so. Waren ja dann... Du bist sehr konstant gelaufen. Genau. Da haben wir es 13, wo steht das dann da? 13, 13, 10. Und ich habe, es fängt eben an, dass es eben leicht bergab geht und ich habe immer versucht, und da habe ich zum ersten Mal auch diesen
Stride Power Meter, von dem ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal erzählt habe, benutzt, dass ich eben nicht zu schnell anfange und da so ein bisschen versuche halt konstant beim Runtergehen vielleicht sogar ein bisschen schneller und beim geraden Tanz auf so ein bisschen langsamer, aber ungefähr mit derselben Kraft quasi laufe. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, dass ich mich da am Anfang eingebremst habe. Und dadurch bin ich dann eigentlich in die eben erwähnte Konstanz gelaufen. Ich hätte mir gedacht, dass ich bei der zweiten Runde noch ein bisschen langsamer war, aber war eigentlich ziemlich cool, konstant. Bin ich noch ein bisschen stolzer auf mich, muss ich sagen. Du bist ein bisschen zu schnell, könnte man jetzt sagen, trotzdem angelaufen offenbar. Ja. Aber so prinzipiell war das sehr, sehr konstant, ja. Ja. Ja, die dritte Runde dürfte dann ein bisschen länger gewesen sein, weil von der Pace her sehe ich da was 3,56 in der ersten Runde, 3,56 in der letzten Runde. Also dürfte uns dann vielleicht die 3,3 und dann am Schluss der Lauf ins Ziel selbst ist dann nicht dort, wo wir gestartet sind, sondern man läuft da zweimal durch Start durch und das Ziel ist dann irgendwie, wenn man von oben drauf schaut, Luftlinie 2 Meter weiter links, vielleicht kommt da ein bisschen die längere Runde zusammen, wodurch es dann wieder dieselbe Pace ist. Und die dritte Runde war 3,58. Ja, aber da habe ich da versucht, halt das unter so 40 zu bleiben und dann versuchen, in der dritten Runde noch anzugreifen. So war grundsätzlich mein Plan. Mhm. Ja. Ich habe jetzt gerade auf Twitter noch was gesehen. Und zwar, dass der Thomas, der ja bei unserem Virtual Run gewonnen hat, wegen der schönsten Hose, ja, geschrieben hat, er wird die Hose jetzt bei jedem Wettbewerb tragen, wenn sie so gut ankommt. Das habe ich auch gelesen, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich gehe davon aus, wir müssen ihn jetzt dazu den lustigsten Wettbewerben bringen. Ja, unbedingt. Ich denke, unsere Kreativität soll da keine Grenzen gesetzt sein. Ja, also wir brauchen definitiv ihn beim Winter Trail, da würde ich ihn sehr gerne in der Hose sehen. Oh ja. Das ist wirklich, also ich hoffe, dass du bis dahin wieder, dass dein Ding wieder gut ist, dass wir den Winter Trail, also am 24. Jänner, ja, glaube ich. 19. Jänner. 19. Jänner, dass wir da quasi eine Brücke schlagen zwischen den Kurz- und den Langhoslern und 12. Lange Jänner, und genau zu sein. 12. Jänner? Ja, und er ist ausgebucht gewesen nach 24 Stunden, lese ich gerade. Und wir sind angemeldet, also werden wir definitiv starten. Naja, aber außer denn, wenn dein Beinchen noch immer gar nicht geht. Ja. Du weißt, wie das war. Dieses Wochenende laufen soll. Okay, wenn das so ist, dann. Ja, aber. Ja, schauen wir halt mal. Wir haben es aber schon wieder geschafft, erfolgreich vom Thema abzukommen. Richtig, wir sollten wieder nochmal retour kommen. Oder wir können es zumindest ein Wrap-up machen von dem Ganzen. Ja. Das ist auf alle Fälle darauf ankommt, welchen Approach man hat. Es macht sicher Sinn, wenn man alles ausprobiert. Aber es kommt halt echt darauf an, was einem mehr gibt, ob man jetzt da eher in die Meditationsschiene läuft und sagt, ich möchte jetzt da an dem hässlichsten Ort der Welt 100 Stunden laufen. Das ist wie wenn du im Keller am Laufband laufst. Oder ich möchte die schönsten Orte der Welt sehen, weil ich möchte irgendwann einmal quer durch Patagonien laufen oder keine Ahnung. Oder ich will die beste Zeit laufen. Das heißt, ich schaue, dass ich im Monza mir die Strecke mal buchen kann und ein paar Pacemaker mit habe. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Ja. Also mein Resümee ist, und was ich eh auch seit längerem versuche zu praktizieren, ist, ich glaube, dass das Beste ist, einfach sich beides zu kombinieren und beides zu priorisieren, dass man nicht nur ein Straßenläufer ist und nicht nur ein Trailläufer ist. Ich glaube, die komplettesten Läufer oder einen kompletten Läufer würde ich mir irgendwie so vorstellen, dass der beides kann. Kann man natürlich argumentieren, wenn man ich verfolge so ein bisschen den Sage Kennedy, der ist ja so ein bisschen beides probiert, der sich ja immer versucht für diese olympischen Trials im Marathon zu qualifizieren, also für die Ausscheidungsrennen da und da, wo man eine gewisse Zeit laufen muss und gleichzeitig auch sehr versucht, sehr kompetitiv im
im Berglauf zu sein oder im Berg-Ultra-Bereich zu sein, was natürlich schwierig ist, aber ich glaube, wenn man jetzt von Amateuren und ambitionierten Amateuren wie uns spricht, kann man, glaube ich, nur gewinnen, wenn man so ein bisschen auf beiden Partys tanzt, weil man durch die Straße einfach schneller wird, die Laufeffizienz steigt und dadurch natürlich dann auch man auf den Trail schneller ist und sich aber gleichzeitig wieder so ein bisschen Futter für die Seele holt, indem man einfach an den geilsten Orten der Welt, und das sind oftmals Berge, einfach Abenteuer holt, an denen man dann jahrelang zehren kann. Und deswegen kann ich nur jeden raten, der sehr einseitig unterwegs ist, was jetzt nichts Schlimmes ist. Also ich will mich da nicht falsch verstehen, wissen, dass das, wenn man das nicht macht, dass man dann aus meiner Sicht schlecht ist. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, so irgendwie einfach seinen Horizont zu erweitern. Generell, mein Motto ist ja eh, raus aus der Komfortzone. Und deswegen, glaube ich, kann man das nur zu einem runderen Athleten machen, wenn man einfach auf beiden Partys seinen Tanzschuh schwingt. Das oder so. kann ich nur hundertprozentig unterstützen. Vor allem, es gibt keine lustigeren Dinge, wie wenn man irgendwo raufläuft, dass man dort auch wieder runterläuft. Und du hast mir mit mit dem Raus aus der Komfortzone jetzt ja eine doppelte Auflage gegeben. Das eine ist, dass wir mal was sehr Monotones machen. Und das können wir zusammen mehrere Stunden lang genießen. Und das zweite wäre, kennst du Downhill-Rennen? Nein, also reine Downhill-Rennen? Richtig. Kenne ich nicht, nein. Gibt es sowas? Hervorragend. Ja, sowas gibt es. Und ich werde auch etwas in die Shownotes packen und vielleicht passt es ja in unsere Saisonplanung 2019 oder 20 und wir werden zusammen einmal einen Downhill machen. Das ist definitiv ganz weit aus meiner Komfortzone raus. Also nicht, dass ich, aber das, ich, wenn ich im Ultra bin, ich befinde bergauf geiler als bergab. Aber ich weiß, und also wir können ja gemeinsam ein Bergrennen machen, was nur bergauf geht. Und ein Downhill-Rennen, was nur bergab geht. Ja, wenn es das zeitlich ausgeht, also nicht. Ja, also. Und du darfst natürlich nicht die Fight vergessen. Die steht schon auf meinem Plan. Die steht auch auf meinem Plan. Weswegen, die steht sogar am Plan, weswegen ich wahrscheinlich den Mozart, der auch sehr schön gewesen wäre, auslassen werden muss, weil das, ich glaube, die sind zu knapp aneinander. Aber die Fight würde ich lieber machen. Also ich mache beide. Also eine gute Geschichte. Gut, dass du das ansprichst. Du weißt ja, dass ich, wenn es um meine Läufe geht und das, was einen Lauf so ausmacht und wann was ist, ja nicht immer am hundertprozentig top informiert bin. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon hinreichend bekannt. Und ich bin letztens, habe ich mir den Fat Boys Run Podcast angehört und bin durch die Lobau gelaufen, einen langen Lauf, und habe mich meines Laufens erfreut, als der gute Michael gesagt hat, so beiläufig in einem Nebensatz erwähnt hat, ja, und übrigens, der Eiger Ultra Trail war dieses Jahr in 3 Minuten ausverkauft. Und ich so, was? Eiger Ultra Trail ausverkauft? Das ist, den wollte ich, habe das ja mit dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon auf Social Media so leicht angedeutet, dass ich den ein bisschen geliebäugelt habe. Und haben wir dann kurz auf Stopp gedrückt, also auf der Uhr, und haben mich hingeschaut und gedacht, was, der ist ausverkauft? Da war überhaupt schon die Anmeldung. Habe dann meinen Lauf fertig gemacht, bin heimgekommen, habe mich vor den Computer gesetzt. Hat er recht gehabt, die Anmeldung war irgendwann im November. Und das war also Ende November, Anfang Dezember war der Lauf, wo ich das eben erfahren habe. Und habe ich halt nicht geknissen, dass da schon die Anmeldung war. Und der war wirklich innerhalb von 3 Minuten ausverkauft. Weswegen ich dann quasi umschichten musste und deswegen den eben besagten Mozart ins Visier gefasst habe. Aber leider nicht die 100 oder die 114 oder was das sind, sondern mal nur in kurzen, die ist 63 oder so. Eben weil es relativ knapp an die nur Feitsch ist. Und damit wir da auf der Feitsch auch gescheit angreifen können, wir zwei, wird es nur der kurze. Ich glaube, jetzt haben wir den Peter verloren. Das macht aber nichts. Ich glaube, wir waren im Grunde eh schon fertig.
Wir wollten uns nochmal dann ganz herzlich für bei den Jungs von Laufen lieber Erdnussbutter für diese Inspiration für die Folge bedanken. Wir hoffen, dieser Diskussion einen weiteren Anstoß gegeben zu haben und dann noch ein paar interessante Aspekte hinzugefügt zu haben. Wenn euch das Ganze gefällt, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, dann liked uns einfach, erzählt es zu euren Freunden, was das für ein geiler Podcast ist. Habt einfach Spaß an uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!